Österreich, hörst du mich? Reen, der 99er hier, bin immer noch in Quarantäne, sitz vor meinem zweiten Bier, weil ich mir Fragen stelle und auch viele Gedanken mach, bei dem der eine mit dem anderen einfach nicht zusammenpasst. Österreich im Notbetrieb, Shutdown von dem ganzen Land, 200.000 Menschen mehr warten beim Arbeitsamt. Schwierige Zeiten und die Situation ist angespannt, denn wir fahren das Land mit Hochgeschwindigkeit an die Wand. Doch warum ist das alles alternativlos? Und warum gibt es keine öffentliche Diskussion darüber? Warum akzeptieren wir das alles kritiklos? Und warum gibt es keine zweite Meinung mehr wie früher? Ich verstehe das nicht. Wie, wo, was, warum? Was wird passieren, wenn das alles hier vorbei ist? Wer, wie, wo, was, warum? Machen wir weiter wie bisher oder folgt Einsicht? Wer, wie, wo, was, warum? Werden wir weiterhin nur blind, stumm und taub sein? Wer, wie, wo, was, warum? Ich will nicht kritisieren, doch Fragen muss erlaubt sein. Corona geht viral, analog und digital. Kritisch zu hinterfragen ist im Nachbarland schon illegal. Während den Anfängen aus allen möglichen Richtungen, denn wir sehen in Europa sehr gefährliche Entwicklungen. Big Data, Impfstoff, neue Normalität. Passen wir heute nicht gut auf, dann ist es morgen schon zu spät. Was ist uns wichtiger? Unsere Freiheit oder die Sicherheit? Denn wenn wir eines opfern, dann ist beides weg mit Sicherheit. Doch warum ist das alles alternativlos? Und warum gibt es keine öffentliche Diskussion darüber? Warum akzeptieren wir das alles kritiklos? Und warum gibt es keine zweite Meinung mehr wie früher? Ich versteh es nicht. Wie, wo, was, warum? Was wird passieren, wenn das alles hier vorbei ist? Wer, wie, wo, was, warum? Machen wir weiter wie bisher oder folgt Einsicht? Wer, wie, wo, was, warum? Werden wir weiterhin nur blind, stumm und taub sein? Wer, wie, wo, was, warum? Ich will nicht kritisieren, doch Fragen muss erlaubt sein. Verspüre großes Bedürfnis, mich euch mitzuteilen. Hab viele Gedanken in meinem Kopf und muss sie mit euch teilen. Ich weiß nicht, wo das alles enden wird, doch was ich weiß, jetzt ist die Gelegenheit, um mal den abgefuckten Scheiß hinter uns zu lassen und von vorne anzufangen. Gestern, heute beenden, um ins Morgen zu gelangen. Und das Wichtigste dabei ist, wir dürfen uns nicht spalten lassen. Nicht in links, rechts, schwarz-weiß oder in Altersklassen. Wir müssen zusammenhalten und brauchen keinen Alleingang. Keine globale Inszenierung auf keiner Leinwand, keine Mainstream-Medien, keinen, der für uns denkt. Keine Finanzelite, die das Schiff hier für uns lenkt. Keine Parteipolitik, keine Scheindemokratie. Die Zeichen zeigen uns schon wie. Kein Kapitalsystem basierend auf immer mehr Zuwachs. Die Welt braucht keinen Bill Gates, die Welt braucht wieder einen Tupac. 2-3 Revolution, generell viel mehr Achtsamkeit. Hört auf zu schlafen, wir brauchen auch, dass ihr wachsam seid. Mehr Gelassenheit und weniger Provokation. Mehr Spiritualität, egal von welcher Religion. Brauchen wieder mehr Respekt vor Leben und Natur. Brauchen viel mehr Aufklärung und viel weniger Zensur. Und wir brauchen sicher keine Hetze oder Propaganda mehr. Ich bin nicht alleine und das weiß ich, also Hand aufs Herz. Wer findet auch, dass es jetzt endlich an der Zeit ist, dass der Wohlstand dieser Welt gerechter verteilt ist, sag mir. Wer findet auch, das ist ein Witz und wird verflickt wütend, wenn im sogenannten Volksvertreter ins Gesicht lügen? Wer findet auch, dass das hier alles so gewollt ist, denn